habe ein Problem. Ich muss über mich selbst erzählen, aber wie kann ich das? Hallo. Das ist ganz einfach. Erzähle über die Grundliebe in deinem Leben, über die Liebe zur deutschen Sprache. Die Unterrichte sollen interessant sein. Ich suche die neuen Formen immer. Die Schüler mit dem Vergnügen machen die Projekte. Es ist eine interessante Arbeit. Sie hilft, das Interesse für die deutsche Sprache zu erhöhen. Wir benutzen oft die Themen, die mit der Geschichte und den Legenden Deutschlands verbunden sind. Das Stadtfestival der deutschen Kultur Niemetzger Podwory wurde in unserem Gymnasium geboren. Für 4 Jahre am Festival haben mehr als 200 Menschen teilgenommen. Die Themen waren verschiedene: Märchenstraße, Ostern, das deutsche Lied, Karneval. Alle Teilnehmer und die Sieger haben die Urkunden und die Geschenke vom Goethe-Zentrum bekommen. Mit dem Goethe-Zentrum verbindet uns die feste Freundschaft. Wir bereiten uns zusammen zu den internationalen Prüfungen vor. Die Assistenten des Zentrums unterrichten den Schüler oft, bereiten die Feiertage, spielen, bringen viele interessante Materialien. Ich habe im Wettbewerb der Lehrer des Jahres teilgenommen. Ich nehme auch sehr oft an der Stadtkonferenz für deutsche Sprache teil. Die Konferenzen wurden in unserem Gymnasium traditionell. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Leute in anderen Ländern solche Freude und solche Probleme haben. Um einander besser zu verstehen, muss man die Fremdsprachen studieren. Mein Kabinett ist mein Stolz. Er ist mit der modernen Technik ausgestattet. Im Kabinett ist eine kleine Museuminsel. Hier können die Schüler viel Neues über Deutschland erfahren, über die Geschichte und die Kultur des Landes. Die Schüler bringen hierher mit dem Vergnügen die neuen Materialien und Souvenirs. Mein Kabinett ist ein Zentrum für deutsche Sprache in unserem Gymnasium. Es ergibt sich, dass ich würdig bin, den Titel des besten Deutschlehrers zu haben.